begrüße euch zu meiner Nähserie Teil 2. Wir nähen eine Reihe in der Variante 2 mit langem Arm, Knopfleiste zum Öffnen und einer aufgesetzten Tasche. Und wir versäubern jetzt den Halsausschnitt. Du kannst den Halsausschnitt natürlich auch gerne mit einem Schrägband oder mit einem Beleg versäubern. Ich zeige dir hier einfach eine andere Variante und genau. Ich nehme dazu, schlage ich 1 cm nach innen ein, bügele es ab, nochmal 1 cm umschlagen, abbügeln und feststecken und das mache ich den ganzen Halsausschnitt zu. Der Halsausschnitt ist nun gesteckt. Das ist jetzt hier die linke Stoffseite und ich nähe es jetzt mit einem Saumfüßchen an der Nähmaschine. Ihr könnt es natürlich auch mit einem normalen Nähfüßchen nähen. Nähe ich es jetzt hier ein paar Millimeter von der Kante entfernt mit einem geraden Stich. Einmal außen oder beziehungsweise innen rum. So sieht mein Saumfüßchen an der Nähmaschine aus. So wie gesagt, du kannst es auch gerne mit einem normalen Nähfuß nehmen, wenn du kein so ein Saumfüßchen hast. Es ist normale Stichgröße und das, die Sägs, ist einfach, dass die Nadel dich natürlich hier ein bisschen weiter auf die rechte Seite muss. Und jetzt steppe ich es hier schmal ab, an der Kante entlang, versuche nicht zu ziehen. Also ich nähe es jetzt so, wie der Stoff jetzt hier kommt, ja, nicht irgendwie ziehen, sonst kann es unschöne Wellen geben und genau, einfach vorsichtig und langsam und lass dir Zeit. Der Halsausschnitt ist nun versäubert. Ich zeige es euch mal einmal von der linken Stoffseite. Also sieht wirklich wunderschön aus. Dann einfach, wenn ihr ihn fertig genäht habt, ein bisschen abbügeln mit Dampf. Bei Tencel vielleicht etwas aufpassen, nicht zu heiß die das Bügeleisen stellen. Genau, wirklich wunderschön sauber vernäht aus. Dann wird die Knopfleiste zusammengesteckt. Das linke Vorderteil kommt hier auf das rechte. Also die Knopfleiste des linken Vorderteiles kommt hier auf die rechte. Und ich stecke es vorsichtig zusammen. Und ich stecke hier unten, stecke ich die Stecknadel immer gerne so quer fest. Ja. Die Knopfleiste ist nun festgesteckt und jetzt geht es an das Schößchen. Das Schößchen kommt auch rechts auf rechts, also auf das Oberteil hier hinlegen. Dann wird es mit Nähclips festgesteckt und mit einer Overlocknaht an der Nähmaschine oder mit einem Overlockstich an der Overlocknähmaschine festgenäht. Und als zusätzliche Verstärkung kann man hier mit einem geraden Stich nochmal alles absteppen. Ich habe es nun mit einer Overlocknaht genäht an der Nähmaschine und steppe es jetzt hier noch ein paar Millimeter von der Overlocknaht entfernt mit einem geraden Stich als zusätzliche Verstärkung einfach nochmal alles ab, damit alles schön sauber verarbeitet ist. Das Schößchen ist nun angenäht. Genau. Alles schön sauber verarbeitet. Und jetzt geht es an die Ärmel. Bei den Ärmeln ist es sehr wichtig, dass ihr euch einzeichnet im Stoff nachher, wo vorne und wo hinten ist. Also wo Ärmel vorne und wo Ärmel hinten ist, damit ihr wisst, wie ihr es stecken müsst. Ich zeige es euch gleich mal. Ihr markiert euch bitte beim Ärmel auf der linken Stoffseite ein V für vorne und ein R für Rückenteil oder H für hinten, so dass ihr wisst, wie ihr den Ärmel feststecken müsst. Denn es gibt da tatsächlich einen Unterschied. Einfach hier von der Armkugel würdet ihr das irgendwie anders machen oder falsch machen. Kann sein, es schlägt nachher unschöne Wellen, es bleibt Stoff übrig oder es fehlt Stoff. Genau, einfach auf der linken Stoffseite markieren. Und das ist mein Vorderteil. Hier steht V und so stecke ich es nun mit Nähclips fest. Und vernähe es auch mit einer Overlocknaht und als zusätzliche Stabilität mit einem geraden Stich. Die Ärmel sind nun angenäht. Ich habe es dann mit einer Overlocknaht an der Nähmaschine gemacht und als zusätzlichen Halt mit ein paar Millimeter von der Overlocknaht entfernt mit einem geraden Stich nochmal alles abgesteppt. Ich vernähe jetzt erst einmal diese Tasche, also die rechte Seite unten und die linke Seite mit einer Overlocknaht. Ich habe die Schnittkanten nun versäubert. Jetzt schlage ich die
rechte Seite 1 cm ein, die linke Seite schlage ich 1 cm ein und bügele es ab. Die Seite unten stecke ich 1 cm rein, bügele es ab, stecke es fest und dann kommt die obere Seite 1 cm nach innen einschlagen, abbügeln und dann 2 cm einschlagen, abbügeln, feststecken und ich vernähe es hier mit einem Zierstich an der Nähmaschine. Ihr könnt auch natürlich einen geraden Stich nehmen, Paspelband oder auch hier auf dieser Seite ein bisschen mit Spitze arbeiten. Genau, ich zeige es euch gleich an der Nähmaschine. Ich habe an meiner Nähmaschine den Zierstich eingestellt. Das ist hier die rechte Stoffseite. Hier habe ich es nach innen eingeschlagen. Ich sage es euch immer, ich hoffe, das geht jetzt. Ich habe es hier eingeschlagen, den 1 cm und dann die 2. Ja, meine Nähmaschine ist schon sehr geliebt. Und dann steppe ich es jetzt hier mit dem Zierstich ab, schön langsam und vorsichtig. Die Tasche ist genäht mit einem wunderschönen Zierstich. Auch auf der linken Stoffseite sieht das ganz toll aus, sauber verarbeitet. Super! So, jetzt geht es daran, die Tasche an das Vorderteil hier zu positionieren. Ihr dürft natürlich die Tasche so positionieren, wie ihr es gerne möchtet. Ja? Also ihr müsst dazu nicht es so machen, wie ich es in der Nähanleitung beschreibe. Ich schaue immer so ein bisschen, dass es hier vielleicht entweder auf dieser Seite liegt vom Vorderteil oder auf dieser Seite liegt vom Vorderteil, je nachdem, wie ihr es möchtet. Ihr könnt natürlich auch zwei Taschen hier hinnähen. Also da ist natürlich ganz viel Spielraum und Kreativität überlassen. Ihr könntet die Tasche auch in einer anderen Farbe nähen. Auch das wäre schön. Genau. Ich positioniere jetzt meine Tasche von diesem Schößchen, also beziehungsweise von dieser Naht hier oben, nehme ich 6 cm. Ich glaube, im E-Book habe ich eine andere Weite, aber das ist ja wirklich so, wie es jeder möchte. Und nehme hier die 6 cm. Also ich habe jetzt hier 6 cm und hier jetzt 6 cm. Hier unten ist es natürlich mehr wie diese 6 cm, denn Raya ist ja hier nach unten leicht ausgestellt. Dementsprechend sind es hier natürlich etwas mehr Zentimeter. Und schaue, dass es einfach hier schön gerade anliegt und stecke es fest und nähe es mit einem geraden Stich, nähe ich die Tasche fest. Die Tasche ist angenäht. So sieht es auf der linken Stoffseite aus. Ja, alles sauber. Die rechte Stoffseite, wunderschön. Und jetzt geht es an die Seitennähte. Und zwar werden die jetzt verschlossen. Dazu wird die ganze Bluse auf die linke Stoffseite gedreht und ich stecke es mit Nähclips einmal fest. Die Seitennähte habe ich jetzt mit Nähclips festgesteckt. Genau, auch einfach schön darauf achten, dass auch hier die Naht, dass die zwei Nähte im Idealfall aufeinandertreffen, denn es sieht natürlich später, wenn es vernäht ist, viel schöner aus. Diese Naht klappe ich hier nach außen. Der Brustabnäher wird nach unten geklappt. Auch diese Naht vom Schößchen klappe ich nach unten. Genau, das mache ich dann auf der anderen Seite natürlich auch. Und ich verstärke es später, gerade ab hier, verstärke ich es später mit einem geraden Stich. Und erstmal nähe ich alles mit einer Overlocknaht. Als zusätzliche Verstärkung nähe ich jetzt ein paar Millimeter von der Overlocknaht entfernt. Alles mit einem schönen geraden Stich ab. So ist alles sauber vernäht und sieht super aus. Die Seitennähte sind jetzt geschlossen, vernäht mit einem Overlockstich und als zusätzliche Verstärkung ein paar Millimeter davon mit einem geraden Stich. Dann alles wieder auf die rechte Stoffseite drehen, abbügeln und damit ist auch dieser Teil der Nähserie beendet. Nächste Woche geht es weiter, wir machen dann noch den Arm. Der Arm wird noch versäubert, der Saum wird versäubert und die wunderschönen Knöpfchen kommen dann endlich dran. Also, bis nächste Woche und ciao!